Hamburg. Die beiden Supermarktdetektive Ali und Richie haben zwei Männer bei einem Diebstahl beobachtet. Die beiden stellen die mutmaßlichen Täter im Büro zur Rede. Nehmen Sie mal Platz, bitte. Einmal Platz nehmen. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Ja? Einmal bitte mal die Tasche mal öffnen. Kommen Sie mal rein. Da vermisse ich aber irgendeine Flasche. Jo. Das war's. So, ich kann mal schauen, ja? Ganz geschmeidig. Haben Sie was dabei? Nee, habe ich nicht. Haben Sie was eingestellt? Nein. Nichts? Dann durchsuche ich Sie einmal. Ja, ganz scharf. Alles klar. Ich glaube, wir kennen uns. Sie waren schon mal hier und ich habe Sie schon mal erwischt. Ich? Ja, heute haben Sie nicht geklaut, aber Sie waren dabei mit einem Kollegen. Einmal bei der Ausweise. Ja, aber ich habe ja gar nichts gemacht. Hallo? Ja. Sie hatten Hausverbot auch gehabt. Sie kriegen auch Anzeige wegen Hauswildenbruch. Mhm. So, Sie setzen sich bitte hier auf den Stuhl. Und Sie auch hier. Hast du Tasche? Du so? Ja, einmal noch mal da reingucken. Okay. Einmal ein Deo hat er gehabt. So, einmal hier. Okay. Gut, ich nehmen Sie Platz. Geguckt, ne? Ja, ja, nehmen Sie Platz. Hatte ich schon gesehen. Ja? Nee, wenn er schon geguckt hat, dann brauche ich nicht. Ja, hab ich. Alles gut. So, alles klar. So, Sie kriegen eine Anzeige wegen Hauswildenbruch, weil wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, Sie durften nicht hier im Markt reinkommen. Wegen letztes Mal. Und waren Sie auch dabei, dass der Kollege das eingesteckt hat? Wussten Sie davon? Ja. Ach so. Einmal gemeinschaftlich. So, Sie kriegen auch Anzeige und auch Hauswildenbruch. Er kriegt Anzeige wegen Hauswildenbruch. Sie bekommen ein Hausverbot vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Ja, ein Jahr dürfen Sie nicht kommen. Er sollte auch innerhalb von einem Jahr nicht hierher kommen, aber ist er wieder gekommen. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Ja, Sie waren dabei. Also ja, aber er hat was gemacht. Hier, hat genau, am 23. geboren. Die schämen sich auch, ne, dass man sie erwischt hat. Und ist natürlich auch peinlich. So. Und dann wird auch nicht viel geredet im Büro. 92. Ali überprüft den Preis der gestohlenen Ware. Die Detektive benötigen die Angabe für die Anzeige. So, die Flasche kostet 14,99 €. Und der kostet 1,99 €. So, dann einmal muss Herr Bohr einmal hier unterschreiben. Hausverbot, Hausfriedensbruch. Vorname und Nachname hier einfach da. Gut. Ja, dann nehmen wir das auf. So, wir begleiten die beiden nach außen. Die Tasche mitnehmen. Einmal vorgehen. Kommst du? Ich. Der Dieb muss zusätzlich zum Hausverbot mit einer Strafe des Supermarktes in Höhe von 100 € rechnen. So, alles klar, schöne Abend. Ganz schön dünn, ne?
Ich habe ihn erkannt, sofort erkannt. Von letztes Mal war hier gespeichert. Aber wir stellen jetzt Strafanzeige wegen Ladendiebstahl. Und die andere Person, die wir vor 2 Monaten erwischt haben, die bekommt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Also er hat ja ein Hausverbot bekommen, darin hat er sich nicht gehalten. Und da stellen wir jetzt Strafantrag gegen Hausfriedensbruch. Das übliche Programm, wir schreiben jetzt auf den Tathergang, wie wir es gesehen haben. Dann wird das morgen zur Polizei gefaxt und alles Weitere machen die dann. Kurz vor Ladenschluss. So, Mann, jetzt Feierabend aber. Jetzt ist Feierabend eigentlich. Also gut gemacht. Gute Arbeit heute. Hier das Telefon. Nimm mal dein. Gut, dann. So, lass doch mal los. Okay. Morgen sind die beiden wieder vor Ort.